Okay, heute geht's um das Spiel. Moment, wo steht's? Da ungefähr. Da. Heute geht's um Plan B oder Plan B Terraform. Ein, wie mir gesagt wurde, Weltraumaufbausimulationsspiel. Viel mehr weiß ich da jetzt noch gar nicht. Ich habe es natürlich mal ganz kurz mal gestartet gehabt gestern, um zu gucken, ob alles richtig funktioniert, so von der Auflösung her und so. Und genau, jetzt schaue ich doch mal hier rüber. Da muss man hin. Genau. Okay, Plan B Terraform. Mal schauen, was mich da so erwartet. Huch, so schon klein. Ja, 2560 mal 1440, das passt soweit. Spielen, so. Klang jetzt gerade fast wie die Game of Thrones Musik. Ah, so niedlich. Okay, spielen. Neuer Planet. Darn. Darn. Nee, Darn nicht. Born? Nee, von. Ron. Juronorn. Nibuka. Also, ich drücke jetzt mal noch fünfmal und den Namen nehmen wir dann. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Durn. Nee, klingt immer noch wie Darm. Pifurs, Darn. Urn. Ach komm, Bern. Komm, Bern wie die Stadt in der Schweiz. Das geht. So, jetzt laden wir mal. Mal schauen, was da so passiert. Inzwischen kann ich mal meinen Teebeutel hier rausmachen. Klingt schon sehr nach Game of Thrones, die Musik. Wollte ich gerade ein bisschen leiser machen, die Musik. Hat es gleich rüber geblendet. Du hast den Auftrag erhalten, die Ressourcen des neu entdeckten Planeten zu verwalten. Du musst die Städte mit Vorräten beliefern. Und schneller konnte ich nicht lesen gerade. Das ist mein Planet. Okay. Mein Raumschiff. New Shenyang. Okay. Und jetzt? Oh, Mausrad? Huch, jetzt finde ich mein Raumschiff nicht mehr. Ah, okay, wenn ich rechts gedrückt halte. Aber ich wollte gerade sagen, hier gibt es kein Tutorial. Oh, ich habe aus Versehen schon das erste erfüllt, weil ich hier rumprobiert habe. Ein Eisen mit linker Maustaste auswählen. Okay, wo ist jetzt hier Eisen? Eisen? Ist das Eisen? Das da, das Grüne? Nee. Schwefel. Ach, da unten steht's. Schwefelreiches Regolith. Wo sehe ich denn jetzt hier, wo was ist? Warte mal, hier ist so ein Zielkreuz. Ah, okay, hier. Das ist offensichtlich Eisen. Ah. Einen Extraktor bauen und über dem Eisen platzieren. Ist bestimmt hier im Baumenü. Extraktor, da. Über dem Eisen platzieren, hier. Weiter. Baue ein Depot und lege sie auf den Boden neben den Extraktor und wähle dann Eisen als Depotbestand. Ein Depot, eine Fabrik. Depot hier. Irgendwo oder was? Kann man das auch drehen? R? Nee, R geht nicht. Mit Mausrad? Nee. Kann man nicht drehen. Ach, über dem oder was? Baue ein Depot und lege sie auf den Boden neben den Extraktor. Okay, also hier. Und wähle Eisen. Okay. Okay, jetzt baut er das Eisen ab und legt es ins Depot. Eine Fabrik bauen und neben dem Depot auf dem Boden platzieren. Fabrik. Hier.
Irgendwo? Neben dem Depot. Hier. Das Einzige, was die produzieren kann, sind Stahlstäbe. Die werde ich dann mal produzieren. Genau, steht da hier. Wähle Stahlstab als Depotbestand. Habe ich doch gemacht, oder? Stahlstab. Warum geht's nicht weiter? Baue ein Depot und lege sie auf den Boden neben der Fabrik und wähle Stahlstab als Depotbestand. Also noch ein Depot, was dann wiederum die Stahlstäbe stored. Okay. Ein Fertigungswerk bauen und neben dem Depot auf dem Boden platzieren. Fertigungswerk. Und was soll ich da drin machen? Achso, hier kann ich jetzt wiederum andere Sachen bauen, zum Beispiel Extraktoren. Mhm. Open the Help Screen. Ist wahrscheinlich F1, oder? Ja. Grundlagen. Dein globales Ziel ist es, deine Bevölkerung auf 1 Million zu steigern und den Planeten durch Terraforming bewohnbar zu machen. Okay, move with the rechte Maus. Oh, move the view with rechte Maustaste or WASD and D. Zoom in and out with mouse wheel. Okay. Also manche Sachen sind schon ganz ordentlich übersetzt hier. Manche eher weniger. Extraktoren gewinnen Mineralien aus dem Boden, legen sie Container. Depots, okay, das sind halt die Stacks dann. Verarbeiteten Ressourcen aus Containern zu anderen Ressourcen, die dann wiederum in Containern gelagert werden. Also ich glaube, wir brauchen jede Menge Container und Lagereinheiten. Das klingt sehr danach. Ich hoffe mal, dass man dann vielleicht auch größere noch bauen kann. Wähle ein Gebäude, das habe ich gemacht. Halt, warte mal. Du kannst den Button duplizieren verwenden, um ein Gebäude zu kopieren und einzufügen und seine Eigenschaften beizubehalten. Wo ist denn der Button duplizieren? Ach, hier. Das muss ich mal probieren. Da kann ich gleich so einen Extraktor, der Eisen fertigt, kopieren. Zeigt die aktuelle Jahreszeit an. Mhm. Oh, Transporte, ja, das brauche ich dann auch irgendwann. Ich hoffe mal, dass mich das Tutorial durchführt. Jetzt versuche ich erstmal das mit dem Kopieren. Hier, duplizieren. Duplizieren, Mausrad. Duplizieren, Mausrad. Hä? Hä? Duplizieren, Mausrad. Ja, Mausrad, da funktioniert nichts hier. Ach so, warte mal. Also nochmal, wie soll das gehen? Duplizieren. In Klammern Mausrad. Was ist denn hier? Soll ich aufs Mausrad drücken oder was? Nee, ich soll einfach hier. 2, 3, 4. Ach, noch einen kann ich bauen und dann muss der erstmal wieder bauen. Ich verstehe. Duplizieren. Jetzt muss ich jetzt quasi diese Fertigungskette hier nochmal bauen. Oder reicht da eine Fabrik? Es geht wahrscheinlich schneller, wenn ich mehr habe, oder? 10 Extraktoren bauen und auf dem Boden platzieren. Okay, jetzt muss ich mal gucken. Der hier baut Extraktoren. Okay. Aber von hier kommen die nicht dahin, richtig? Brauch schon noch hier eine Fabrik. Stahlstab. Ah, jetzt kann die Fabrik auch das versorgen. Ah, das ist ja cool.
Dann geht's ab hier nur noch in die Richtung. Das ist cool. Und die Fabrik kann quasi sich aus den Zweien bedienen. Nehme ich mal an, oder? Weil die bauen das hier ab und dann geht das hier entweder in die oder in die Fabrik, je nachdem wer gerade... So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Hätte ich natürlich ein bisschen schlauer bauen müssen am Anfang. Aber das lernt man ja alles dann nach und nach erst. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 habe ich jetzt. Ich glaube, ich muss das mal kurz umstellen hier. Hä? Wie war das? Ach so. Nicht auf Extraktor, sondern auf Depot. Ich brauche ein paar Depots. Da kommt quasi hier mein Depot hin. Und hier kommt ein neues Fertigungswerk hin. Nee, das ändere ich mal. Da lasse ich das auf Depots. Und das stelle ich um auf Extraktoren. Okay, jetzt ist hier ein Extraktor fertig. Machen wir hier noch einen hin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hä? Hatte ich nicht vorhin schon mal 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Doch, 8. Ist hier nicht bald mein Depot fertig? Gleich ist ein Depot fertig. Ich glaube, wenn man das geschickt macht, hier mit diesen ganzen Richtungen und so, kann man sich da einige von den Sachen dann auch sparen. Aber das sind so Sachen, die muss man erst alle lernen. Okay, jetzt baue ich das hier her. Stahlstab, ne? Genau, jetzt kann das hier rein. Jetzt baut der hier die Extraktoren und der hier baut weiter Depots. Ist was fertig, oder? Ein Extraktor. Ich muss bloß mal diese Musik ein bisschen... Warte mal, ich drücke mal auf Pause. Ein bisschen leiser machen. Ich glaube, das ist sonst zu laut im Stream. Ist okay. Sprache. Okay, es würde hier sogar Deutsch geben. Aber ich habe es eigentlich auf Englisch eingestellt. Komisch, hä? FPS-Target müsste eigentlich 120 sein. Okay. Back. Weiter geht's. Okay, hier ist noch was fertig. Ein Extraktor. Ach so, doch. Die sind alle Eisen. Das sind alles Eisenextraktoren, das passt. So, jetzt habe ich meine 10. Unlocked Items. Mechanical Parts, Factory, Assembly Plant. Okay. Ich
Ich muss aber erstmal den hier umstellen auf... Nee, der macht ja Depots. Den hier muss ich umstellen. Auf Depots. Weil ich brauche hier noch ein paar Depots für die... Irgendwie fehlt mir noch so eine Zwischenansicht, so zwischen hier und da hätte ich gern so eine Zoom-Stufe. Naja, das ist Gemecker auf hohem Niveau. Ah, hier, Depot. So, jetzt muss ich... Wo brauche ich das Depot? Die sind verbunden? Hier, die muss ich alle miteinander verbinden. Eisen. Dann gucke ich mir mal an, was ich da noch so bauen kann, wenn das hier alles läuft. So, hier ein Depot. Oh, der ist blöderweise hier so ein bisschen alleine, ne? Nächstes Depot. Da muss ich die eigentlich hier verbinden. Na, das müsste ja funktionieren. Und dann baue ich die Fabrik hier an die Stelle. Dann wird das quasi aus den Depots versorgt. So meine Idee. Ob es funktioniert, keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich bin auch erst neu hier. So, Depot. Genau, jetzt sind die verbunden. Und jetzt muss ich mal eins von denen umstellen. Jetzt brauche ich mal eine Fabrik. Wie heißt das? Factory. Vielleicht stelle ich es doch mal wieder auf Deutsch um. Mal gucken. Game. Bestätigen. Zurück. Stand das dann wenigstens auf Deutsch da mit den Fabriken und so, ja. Obwohl, ich könnte ja eigentlich hier noch ein Depot hinbauen. Da, dann geht das auch in die Fertigungslinie rein. Solange wie ich noch keine Fabrik habe. Weil der hier müsste ja Depots produzieren, ja. Dann kommt das nächste Depot, was ich mache, kommt halt hier hin. Und dann wird das funktionieren. Oder? Ja. Deswegen macht das wahrscheinlich Sinn, so eine ganze Reihe an Depots nebeneinander zu bauen. Dann stacken die das alles, das Eisenerz, bevor das in die Fabrik geht. Jetzt habe ich zum Beispiel ein Depot. So, wenn ich das jetzt hier hinbaue, Eisen, ja, genau. Dann liefern die Drohnen das hier schön zur nächsten Fabrik, dann laufen die nicht leer. Wenn ich jetzt hier noch eins hinbaue, sind die zwei auch... Ah. Aber noch viel zu tun hier auf dem Planeten. Oh. Wo ist mein... Hier. Hier ist mein Abbauort. Kommt hier bald meine Fabrik? Fabrik. Schon wieder ein Depot. Wenn ich das jetzt hier hinbaue, Eisen. Fertigungswerk. Mechanische Teile. Hä? Der kann nicht produzieren. Da fehlt noch was. Ach, deswegen geht das hier nicht vorwärts. Kann es sein, dass ich hier das Falsche ausgewählt habe? Was brauche ich? Eine Fabrik. Gell? Fabrik. Kosten mechanische Teile. Der macht Stahlstäbe. Nee, jetzt mache ich mal hier draus mechanische Teile. So.
So, Moment, was ist das? Das ist eine Fabrik. Und das ist ein Fertigungswerk. Okay. Fertigungswerk wird hier produziert. Und hier wird eine Fabrik produziert. Okay. Mechanische Teile voll, hä? Stahlstab gelagert. Warum nimmt er jetzt nicht mehr die Stahlstäbe für die Produktion? Ach, jetzt nimmt er sie. Für den Extraktor. Oder habe ich da gerade irgendwas nicht kapiert? Jetzt produziert er einen Extraktor. So, Fabrik und Fertigungswerk. Mechanische Teile mal 3. Mechanische Teile, hä? Moment mal. Mechanische Teile voll. Mechanische Teile, Stahlstab. Rohmaterialien, hergestellte Produkte. Hier kommt Eisen rein. Dann macht er daraus Stahlstäbe. Und dann dachte ich, der macht aus Stahlstäben dann... Ach so, für Extraktor und Depot brauchen sie Stahlstäbe. Und für die Fabrik brauchen sie mechanische Teile. Ich verstehe. Okay, dann brauche ich, glaube ich, mal noch ein zweites Depot, wo mechanische Teile reinkommen, oder? So, jetzt. Okay, mechanische Teile, Stahlstäbe. Mechanische Teile, Stahlstäbe. Okay. Ja, jetzt läuft's. Okay, nee, hier noch nicht. Hier läuft's noch nicht. Stahlstab. Produziert Stahlstab. Okay, jetzt läuft's, oder? Okay, ich brauche ja aber noch ein Depot. Eigentlich muss ich aus jedem oder jedes von denen muss ich eigentlich eine Produktionskette laufen haben, damit hier immer genügend Depots und sowas rausfallen. Kann ich eigentlich so ein Ding auch abreißen? Das hier zum Beispiel. Gibt es da hier irgendwie ein Baumenü? Ja.
So, huch, halt. Zurück. Nee, Ando gibt's nicht. Shit. Ich muss doch das Fertigungswerk hier, oder? So, was will ich hier bauen? Hier baue ich mal Extraktoren. Den kann ich auch abreißen. So, also hier baue ich Extraktoren. Mal gucken. Der produziert Depots. Der produziert auch Depots. Das brauche ich nicht an zwei Stellen. Der soll mal Extraktoren, Depots. Der soll mal Fabriken. Deswegen soll der hier mal mechanische Teile machen. Ach so, nee, das geht ja wieder nicht. Hm. Der soll Stahlstäbe machen. Okay. Die legt er hier ab. Und dann Fabrik. Der macht mechanische Teile. Zack. Und aus diesen mechanischen Teilen macht dann das Fertigungswerk. Dann die weiteren Fabriken. Richtig. Stahlstab kommt hier rein. Macht aus Stahlstab mechanische Teile. Hier kommen die Fabriken. Okay. Wenn ich die abreiße, habe ich die ja nochmal, ne? Ja. Dann mache ich das hier mal genauso. Hm. Hier werden Stahlstäbe gelagert. Dann kommt eine Fabrik, die macht mechanische Teile drauf. Oh, jetzt kann ich Straßen bauen, LKW-Station, Versorgungszentrum, Lastwagen, Beton. Aber ich muss erstmal hier die Produktionskette weiterbauen. Mechanische Teile und Fertigungswerk. Das soll dann weitere Fertigungswerke bauen. Okay, so, wie war das jetzt hier? Der macht Stahlstäbe. Die kommen hier rein. Und aus den Stahlstäben macht er Extraktoren. Okay. Habe ich irgendeinen, der Depots macht? Nee. Bauen wir hier ein Fertigungswerk hin, was Depots macht. Das müsste ja funktionieren. So, dann läuft das hier soweit. Kann ich ja mal einen Extraktor hier hinsetzen. Für... Was ist das? Schwefel, ne? Schwefel, ja. Schwefel. Schwefel. Okay. Und eine Fabrik für Beton. Dann lagert er den Beton hier. Und das Fertigungswerk kann aus Betons was machen? Versorgungszentrum, Straßen. Ich mache erstmal das Versorgungszentrum, ne? Keine Fabriken. Wo baue ich Fabriken? Fertigungswerke? Fabriken. Hä, hier fehlen mechanische Teile. Stäbe,
Stahlstab ist voll. Mechanische Teile voll. Ja, warum tut er das nicht hier in das... Hä? Mechanische Teile, was ist da los? Warum liefert er das nicht hier in den... in das Depot? Ach so, ich muss hier erstmal zuweisen, was da reinkommt. Ach. Ist hier dasselbe Problem? Mechanische Teile? Nee, das passt. Eigentlich könnte ich noch eine weitere Produktionskette hier bauen. Das ist 2. Depots, 1. Schwefel. 1. Schwefel. Hm? Ja, ich muss genau noch so eins bauen, schätze ich mal, damit ich hier Schwefel, Fabrik, Beton. Beton, Fertigungswerk, Lastwagen. Okay. Oh, Advanced Industry Versorgungszentrum. Okay, das kann ich jetzt bauen. Was macht das? Versorgt Städte mit Ressourcen, die sie benötigen. Okay. Habe ich denn eine Stadt? New Johannesburg. Nee. Ah, hier. Oder? New Shenyang. Ja, muss ich das jetzt, das Versorgungszentrum, in die Nähe der Stadt bauen, oder? Muss ich das hier hinbauen? Ha, halt, halt, halt. Straße. Hä, mit Rechtsklick oder was? Jetzt hätte ich gerne nochmal ein Tutorial dafür, wie ich jetzt mit dem Versorgungszentrum mache. Oder habe ich das da gerade oben da falsch gebaut? Ich glaube, ich reiße es wieder ab. Ich baue das hier unten hin, oder? Da, wo die ganzen... wo meine ganzen Fabriken und sowas ankommen. Und dann... was brauche ich denn jetzt für eine Straße? Hä? Wie geht das? Nicht mit Linksklick und ziehen doch. Achso, geht nicht. Hm. Brauche ich noch mehr Beton? Belieferte Stadt. Lieferung. Aber vielleicht muss ich doch noch ein bisschen mehr... Dinger bauen hier für Beton. Hier. So. Jetzt müsste das ja alles da eingebunden sein.
Von wo brauche ich denn Straßen? Also das Versorgungszentrum muss bestimmt hier in diese ganze Lieferkette mit eingebunden werden, oder? Das hier nochmal weg. Okay, der Lastwagen braucht offensichtlich mechanische Teile. Ja, das ist natürlich dann Quatsch hier. Straße. Jetzt habe ich schon das zweite Versorgungszentrum. Der macht Straßen. Okay, Straße. Jetzt lasse ich die hier mal Straße produzieren. Okay. Dann brauche ich quasi noch eins. Was brauchen die für das? Für Lastwagen mechanische Teile. Okay, LKWs, mechanische Teile. LKW-Station. Warum kommen hier keine LKW-Stationen raus? LKW-Station müsste doch gehen. Beton. Ja. Kosten Beton mal 2. Ah, jetzt geht's los, okay. Dann muss ich hier drüben LKWs bauen. Okay, da fange ich am besten mal hier komplett neu an. Mit einem Extraktor. 2 Extraktoren, 3, 4. Die liefern alle in das Depot rein. Da wird Eisen reingeliefert. So. Dann in der Fabrik machen sie Stahlstäbe. Die gehen in dieses Ding hier. Stahlstäbe und dann im Fertigungswerk, halt, Depot brauche ich noch. Nee, halt. Stahlstab, mechanische Teile. Mechanische Teile und dann im Fertigungswerk machen sie LKWs. Okay. Jetzt so, oder? Straßen, da wird jetzt hier ordentlich produziert. Hier kommen dann irgendwann die LKWs. So, was habe ich denn noch so für Ressourcen? Versorgungszentrum. Ich glaube, ich muss mal in die Hilfe gucken, was mit dem Versorgungszentrum auf sich hat. Wie man das am besten hinbaut. Ah, hier. Weltansichten. Standardmineralien Wasser. Okay. Das muss ich mal probieren. Oh, jetzt hier. Transporte. Platziere Straßen und 2 Haltestationen. Wähle eine Haltestation zum Beladen. Okay. Bau ein Versorgungszentrum in Kontakt mit einer Stadt. Ihr habt da noch gar keine Städte. Okay, also, oder sollen das meine Städte sein hier, die hier? Okay, dann baue ich mal das Versorgungszentrum hier.
Zack. Und davon jetzt die Straße darunter, oder wie? Hä? Ach so. Und dann? Hierher. Da muss ich hier den Kreisel bauen. So, oder wie? Bleiben denn meine LKWs? Ich habe keine Ahnung, was ich hier verbinden muss mit den... Okay, jetzt gucken wir doch mal, was wir hier noch so für Mineralien haben. Na, zeigt es einem auch nicht wirklich deutlich an hier, oder? Okay, keine Ahnung. Was gibt es denn noch so für Mineralien? Das ist nochmal Schwefel oder was? Ich glaube, ich kann diese Dinger hier nur auf irgendwelche tatsächlichen Mineralien setzen. Ja, Wasser vielleicht noch? Hier ist Wasser, oder? Nee, geht auch nicht. Sind denn meine LKWs? Fahren die dann von selbst? Hier müsste es eine Undo-Taste geben. So, also der macht jetzt mechanische Teile aus den... Nee, das ist ja Quatsch. Der muss ja erstmal Stahlstäbe draus machen. So. So, die Stahlstäbe werden hier gelagert. So, dann kommt nochmal eine Fabrik, die mechanische Teile macht. Die hier gelagert und im Fertigungswerk eine LKW-Station. LKWs. Lastkraftwagen. Jetzt. Also sind vierstufige Produktionsketten offensichtlich quasi Rohmaterial. Dann erstmal die Vormaterialien, die Stahlstäbe und dann. Okay. Bin ich mal gespannt, wie dann. Das ganze Thema mit der Logistik hier funktioniert. Ich habe das noch nicht ganz durchschaut hier mit diesen LKW-Stationen und so. So, jetzt habe ich meinen ersten LKW.
Fährt er jetzt automatisch los, oder? Achso, hier muss ich noch sagen, Start festlegen. Halt. Ah. Ja, das ist ja Quatsch. Hier ist das Ziel. Ziel festlegen. Oder? Die müssen doch da in die Stadt. Start festlegen. Okay. Hä, warum bringt er das denn da hin? Ist doch Quatsch. Also das nochmal wegmachen hier. Baue ich hier die Straße hier zu. So. Achso, ich brauche anscheinend nur Start festlegen. Oder? Und da sage ich Ziel festlegen. Warum gehen da die Pfeile nach da unten? Hm. Was ist das mit der Lieferkette? Hm. Muss ich eigentlich die LKWs, die hier rauskommen, auch irgendwo zwischenbuffern? Braucht es da auch so ein Depot für die LKWs? Die LKWs, die gehen einfach irgendwo ins Nirgendwo hier, oder? Oder muss ich das Teil da oben hinbauen? LKW-Station. Nur eine Linie pro Haltestelle. Halten an LKW-Stationen, um Container von Depots abzuholen oder dort abzuladen. Mhm. Also ist das hier verkehrt. Mach ich das hier mal weg. Oder? Ja, das ist verkehrt. Dann müsste ich wahrscheinlich hier so ein zentrales Ding bauen und dann irgendwelche Depots hier dran setzen, wo ich sag, hä, nee, das funktioniert auch nicht. Hm. Tutorial, ganz wichtig. So, hier stand es doch irgendwo. So, platziere Straßen und zwei Haltestationen. Okay, das und das. Wähle eine Haltestation zum Beladen und eine zum Entladen aus. Was haben die denn hier? Gibt es quasi hier ein Endprodukt? Nee, ein Vorprodukt ist das. Wenn du ausgewählt hast, welches Objekt transportiert wird, kannst du mit den Buttons Minus und Plus LKWs hinzufügen. Ach so, das muss man erstmal wissen. Hm. Was bringe ich denn da jetzt mal in die Stadt da oben? Aber ich versuche es erstmal anders. Ich versuche erstmal, ich lege das hier runter. So, ich baue das hierher. Baue die LKW-Station hierher. Und jetzt mit Minus oder Plus? Ha? Oh, shit. Moment. Auf Minus und Plus liegen hier ein paar Shortcuts für OBS. was mit Minus oder Plus? Start festlegen. Hä? Dann gehen die Pfeile hier rüber. So, nochmal. Warum geht das hier rüber? Hm.
kapiere ich nicht. Ich soll das doch mit der Stadt da oben verbinden. Ah, der braucht Beton. Jetzt verstehe ich. Ziel festlegen. Okay. Und jetzt muss ich mal hier unten, da wo der Beton ist. Ist hier schon Beton? Nee, Schwefel. Hier ist Beton. Ah, dann baue ich das mal hier weg. Das war jetzt auch Quatsch. So, hier ist der Beton. Okay, und jetzt soll ich hier Start festlegen. Das ist irgendwie verwirrend. Wie kann ich jetzt hier LKWs mit Plus und Minus? Der hier produziert wie wild LKWs. Vielleicht muss ich mal die Tastenbelegung ändern. Steuerung. Wo ist dieses Plus und Minus? Zeigt er mir hier gar nicht. Mit diesen LKWs. Wie kriege ich die LKWs jetzt hier rein? Wie bekomme ich die verdammten LKWs? Vielleicht muss ich das hier mit anbinden irgendwie. Da die LKWs oder so. Das heißt doch LKW-Station. LKWs fahren nicht los. Wie kriege ich die LKWs los? Wie mache ich, dass die da losfahren? Beton gelagert 0. Ich mache das jetzt mal nochmal ganz anders. Ich reiß das nochmal ab. Und hier drüben kommt der Schwefel an. So. Und diesen Schwefel... Den baue ich... Hä? Weg.
Fabrik. So, die Fabrik macht jetzt hier aus Schwefelbeton. Packt das in ein Lager für Beton. Da. Jetzt baue ich hier das LKW-Ding hin. Und ziehe die Straße hierher. Warum ist das immer so komisch mit der Straße hier? Warum kann man es nicht einfach ziehen? Oh, macht das so eine komische Ecke hier? So nervig. Jetzt. Und jetzt Start festlegen. So, hier liegt jetzt der Beton. Der muss in die Stadt. LKWs halten, bla bla bla. Warum funktioniert das nicht? Warum funktioniert das nicht? Kriege ich die LKWs nicht auf die Straße hier? Ich sag doch schon, hier ist mein Zielort. Ziel festlegen. Beton. Die Stadt braucht Beton. Ich weiß es nicht. Sollte irgendjemand im Chat vielleicht eine Idee haben, dann immer raus damit. Ich bin gerade ein bisschen mit meinem Latein am Ende. Also das Tutorial sagt... Platziere Straßen und zwei Haltestationen. Habe ich gemacht. Wähle eine Haltestation, sage fest beladen zum Beladen, klicke Ziel festlegen und dann auf die andere Haltestation zum Entladen. Startziel. Wenn du ausgewählt hast, welches Objekt transportiert werden soll, so weit komme ich gar nicht. Ich kann hier sagen, Start fest. Ach so, Ziel festlegen. Ach so, jetzt weiß ich's. Ich muss hier. Ah, jetzt. Gott. Ah, das können sie eigentlich auch mal im Tutorial sagen. Anzahl der verfügbaren LKWs kommen, das lasse ich mal komplett von allen. Oh, ey. So, na jetzt aber, oder? Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Hier. Wunderbar. Was kann ich noch alles machen? Extraktoren. Hier ist auch nochmal Schwefel. Ich kann das ja mal noch ein bisschen optimieren hier. Damit hier ein bisschen mehr kommt. Alrighty. So, Eisen. Jetzt geht's doch voran hier. So, was kann ich hier noch alles machen? Jetzt kann ich ja noch versuchen, die anderen Städte anzubinden. Oh, jetzt bin ich voll im Flow hier. Hier ist New Johannesburg. Transport. Das sage ich hier. LKW-Station. Tierstraße. Achtung, jetzt geht's los. Ach, jetzt ist wieder die... jetzt habe ich mich verdrückt. Straßenbau ist echt ein Krampf hier. So, jetzt. Macht das Sinn? Macht
das Sinn, das auch mit hierher? Ziel ändern. Ach so. Okay. Dann muss ich quasi hier ein extra Dingsi bauen. Ziel festlegen. Jetzt weiß ich, wie es geht. Ich muss quasi hier das Ziel so händisch festlegen. Beton. Okay. Okay, nehme ich mal alle, die ich bereits hergestellt habe. Und dann können die... Ach nee, das geht ja gar nicht. Hier ist ja noch... Hier kommt der erste Beton. Okay, also nochmal weg. Try and fail. Ich baue hier die andere. Dann brauche ich natürlich das Fertigungswerk für... nee, Quatsch, die Fabrik. Die Fabrik. Die Fabrik für Beton. Und das Depot für Beton. So, und jetzt Ziel festlegen. Beton. Mein planetenumspannendes Imperium hier. So, was kann ich denn hier oben nachher bauen? Versorgungswerk? Ah, die brauchen noch einen Buffer. Die brauchen quasi hier ein Depot für Beton. Jetzt können die entladen werden. Ich verstehe. Das muss ich gleich hier drüben auch machen. Ach, die brauchen immer noch ein Versorgungswerk hier. So. So, jetzt kommt hier viel Beton an. Da kann ja dann so langsam der Städtebau losgehen. Kann ich dann hier irgendwelche coolen Sachen dann bauen in der Stadt? Ja, erstmal klein anfangen. Erstmal klein anfangen. Okay. So, da kann ich ja... Sind die Ressourcen auch irgendwann zu Ende? Wahrscheinlich, ne? Ich weiß denen hier mal noch 4 LKWs zu. Brauche ich das alles noch, was hier so rausfällt? Extraktoren, Fertigungswerke, ja. Wäre cool, wenn es eine Ansicht gäbe, wenn man sieht, wenn irgendwo was nicht funktioniert. Irgendwelche Produktionsketten. Oh, hier stehen aber viele LKWs. Schlange hier.
Ah, die Logistik, die muss ich noch ein bisschen optimieren, sehe ich hier. Warte mal, wenn ich da hier einfach noch einen Buffer dazwischen baue und sag hier Beton, dann, ja, dann werden alle bedient. Das ist gut. Sind das eigentlich kleine Drohnen hier? Ja. Ah, jetzt fangen die hier schon an mit Bauen. Das ist cool. Vielleicht baue ich hier noch mal einen Beton. Beton. Ah, was ist hier los? Kommt kein Beton an? Lagere Container und sammle sie. Müsste doch gehen. Jetzt kommt einer an. Jetzt werden wir ja sehen, ob hier was ankommt. Ah, okay, wird sofort. Ich muss denen mal mehr LKWs zuweisen, glaube ich. Oh, Level 4. Erreiche in deiner größten Stadt eine Bevölkerung von Hunden. Vielleicht hätte ich erstmal eine Stadt bauen sollen, bevor ich hier zwei Städte versuche zu versorgen, oder? Freigeschaltete Objekte, Aluminiumstab, Kohlenstoff, Rohmaterialien, Wahrzeichen, Turm, Spezialgebäude, Atmosphärenextraktor. Okay, cool. Ja, ich glaube, ich werde das hier nochmal stoppen. Diese Geschichte. Ich mach mal kurz die. Das weg. Ich brauche erstmal nur eine. Ich sorge erstmal dafür, dass eine Stadt ordentlich läuft, bevor ich mich hier verzettel. So eine lange Straße. Ich nehme den einfach mal so die Straße weg unterm Arsch. Hä? War das immer noch? Wie weit war das denn? Okay. Wahrzeichen Turm. Beton brauche ich dazu. Okay, also müsste ich dann am Zielort, da wo der Beton gelagert wird, auch mal irgendwie ein Fertigungsdingsi bauen. Atmosphärenextraktor. Was braucht der? Mechanische Teile, Aluminiumstab mal 1. Okay. Wo baue ich denn den Aluminiumstab? Mit was vor allem? Das ist bestimmt aus Beton. Oder? Kann ich aus Beton hier? Straße. Okay, ich glaube, ich habe erstmal genug Straße. Ich wäre mal. Nee, Aluminiumstab ist hier nicht dabei. Atmosphärenextraktor. Aluminiumstab, ja, wo kriege ich den denn her? Achso, muss ich bestimmt hier irgendwo. Nicht Beton. Aluminiumstäbe, ja. Dann mache ich hier
Aluminiumstäbe. Und hier nicht Straße, sondern den Atmosphärenextraktor. Das müsste ja dann funktionieren. Da kommt hier der Aluminiumstab. Hier kommt... Ah, mechanische Teile. Halt. Stopp. Doch mal zurück auf Straße. Also, kurz Pause. Was brauche ich? Ich brauche für den Atmosphärenextraktor mechanische Teile und Aluminiumstäbe. Aluminiumstäbe kommen hier raus. Sind das Endprodukt davon? Beton und hier. Ich versuche das mal hier, diese Kette aufzubauen. Dann sage ich, Fabrik. Mach Aluminiumstäbe aus dem Schwefel. Okay. Hier baue ich ein Ding sie hin und sag, lagere Eisen. Die Fabrik macht aus dem Eisen Stahlstäbe. Die Stahlstäbe werden hier gelagert. Die nächste Fabrik macht mechanische Teile. Okay. So, die mechanischen Teile werden hier gelagert. Mechanische Teile, so. Halt! Ach, verdammt. Sich einmal verdrückt, ey. Ah, Moment. Nee, ist Quatsch, was ich gerade mache. Nochmal zurück. Das funktioniert so nicht. Ich brauche für Aluminiumstab brauche ich Aluminiumerz. Das gibt's ja hier gar nicht in der Ecke. Okay, Kommando zurück. Wo ist Aluminiumerz? Wie sieht das überhaupt aus? Ah. Aha. Hier, oder? Das ist Aluminiumerz. Ich verstehe. Ist das Aluminiumerz? Ja. Okay, Aluminiumerz. Das wird hier gelagert. Aluminiumerz. Okay, die sind alle angebunden. So, die Fabrik macht dann Aluminiumstäbe. Richtig? Die Aluminiumstäbe kommen hier rein. Aluminiumstäbe. Das überhaupt? Fluorid. So, die Aluminiumstäbe, die muss ich dann irgendwie, die muss ich nach Shenyang. Also brauche ich hier so ein Dingsi, zack, und eine Straße nach, ach, come on, ey.
Jetzt, wo ist Shenyang? Da. So, Ziel. Dann kommen Aluminiumstäbe hier an. Und dann brauche ich noch... auf jeden Fall eine Fabrik. Nee, und auch Buffer. Okay, die Depots muss ich erstmal produzieren. Das jetzt... so langsam bin ich im Flow drin. Dann baue ich hier eine Fabrik. Dann können die diese Atmosphärenumwandler produzieren. Atmosphärenextraktoren, Aluminiumstäbe kommen von da. Mechanische Teile lasse ich mir dann von hier unten liefern. Da baue ich noch eine zweite Straße. Ja. Ich denke mal, so funktioniert es. Ist eigentlich, macht echt Spaß. Ich werde mich da mal noch richtig rein nörden in das ganze Ding. Aber so als erster Einblick war das schon mal ganz cool. Und jetzt nehmen wir auch gleich Podcast auf. Deswegen werde ich hier mal das Thema beenden. Schnell speichern. Ja. Und beenden. Beenden. Vielen Dank fürs Zuschauen hier bei Plan B Terraform. Und wenn ihr das auf Twitch gesehen habt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir folgt auf Twitch. Und wenn ihr es auf YouTube gesehen habt als VOD, dann lasst mal ein Like da und auch ein Follow. Ihr wisst Bescheid. Und ich denke mal, das gefällt mir gut. Das werde ich jetzt öfters spielen. Ja, Rensebel, hallo. Ich wollte mich gerade verabschieden. Podcast zu welchem Thema? Der Kinocast. Wir nehmen jede Woche einen Podcast auf über neue Kinofilme. Auf kinocast.net kannst du den zum Beispiel finden. Das ist die Webseite oder auch überall, wo es Podcasts gibt, unter Kinocast. Und wir haben gestern zum Beispiel den neuen Ant-Man Quantumania gesehen. Darüber werden wir sprechen. Und wir waren in der Sneak Preview, haben da einen neuen Film gesehen. Also ruhig mal abonnieren. Die Links findet man überall in jeder Podcast-App unter Kinocast. Okay, dann macht's erstmal gut hier auf Twitch und auf YouTube. Bis bald. Tschüss.